Servus zusammen, hier ist euer Friday. Ihr werdet euch wundern, warum am Montag? Ja, wir haben jetzt eingeführt, jeden Montag einen Ausrüstungsmontag zu machen. Das heißt, jeden Montag kommt ein neuer Ausrüstungsgegenstand, Gadget, was auch immer, den wir euch präsentieren. Heute ein relativ sehr kleines Teil, aber sehr effektives. Eine Original Surefire HLATN der ersten Generation. Ja, Surefire, für die Kenner unter euch, was ist das? Das ist eine Helmlampe. Relativ kleines Ding. Ich habe diese erworben für 60 Euro. So, was können wir sehen? Wir haben hier vorne 6 LEDs. Hier hinten 2 Schalter. Ihr seht am, beziehungsweise jetzt hier oberen Schalter nur eine Position nach unten. Ich betätige diese mal. Wie ihr seht, seht ihr jetzt noch nichts. Das liegt daran, weil das IR-Licht ist, beziehungsweise das Infrarot. Um was zu sehen, benötigen wir jetzt hier erstmal die unteren Schalter. Position nach oben. Wir haben hier ein blaues Leuchten. Dieses blaue Leuchten können wir mit dem Knopf hier verstärken. Das gilt allgemein für alle, für das Infrarot, das Weiß und das Blaulicht. Ihr seht es hier, das Licht wird stärker und wieder schwächer. Die andere Position ist das Weißlicht. Hier sehen wir auch nochmal die LEDs, die leuchten. Und wie sie schwächer werden. Nochmal das blaue Licht. Was macht es? Wichtig, es leuchtet blau. Gut. Wie gesagt, der Knopf, welches Licht, und der, ich sag jetzt mal, Verstärkungsknopf. Die Surefire wird mit einer Batterie betrieben. Einfach hier aufmachen, Batterie einsetzen und schon geht's los. Hier ist die Führungsschiene, die dann in die Helmhalterung, beziehungsweise in die Halterung, auch für Molle, eingesetzt werden soll. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier an meinem Helm, an der Schiene, an der Seite, die Surefire dran. Die Halterung. Diese habe ich mit unten zwischen die Rail sozusagen reingeklemmt. Hält auch bombenfest. Einfach, wie gesagt, es steht auch alles beschrieben. Die Schrauben sind hier unten drin, lösen. Und dann zusammensetzen. So, das heißt, wir nehmen die Surefire und sehen es hier, dieses U, und stecken das zusammen. Zack. Und dann hält das auch. Dann kann man die ganze Kiste anwerfen. Jetzt sind die Leuchtregler oben. Ich habe es jetzt an meiner linken Seite. Man könnte es theoretisch auf der anderen Seite machen, man müsste das Ganze nur umdrehen, je nachdem wie man das haben möchte. Es gibt ebenfalls einen Aufsatz für Molle, wie angesprochen. Ich habe es jetzt eben an meinem Helm dran, da lasse ich sie jetzt erstmal nur da, brauche ich sie. Die passt theoretisch an jeden Helm, auch an original Bundeswehrhelme passt sie unten drunter. Ist ein einwandfreies Gerät. Wie gesagt, hat 60 Euro gekostet. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr leider mehr bezahlen. Schaut da auf eBay, da gibt es vielleicht noch ein paar Stücke. Würde ich mir auf jeden Fall besorgen. Einwandfreies Ding. Was wiegt das Ganze? 87 Gramm. Solltet ihr eigentlich nicht merken. Und hat auch eine relativ lange Lebensdauer. Also bis zu 12 Stunden Weißlicht und 5 Stunden das Blaulicht. Langt auch. Definitiv eine Batterie wechseln. Dann hat sich das auch schon erledigt. So, wieder abmachen, ganz einfach, hier hinten den Clip betätigen. So, Helm wegpacken. Dann haben wir das gute Stück wieder lose. Das soll es auch schon gewesen sein für das kleine Gadget-Video. Ich kann es euch nur empfehlen, die Surefire HLATN1, wie gesagt, First Generation in der Tannfarbe, für euren Helm. Als kleines Gadget-Video zum Montag. Es wird dann immer weitere Folgen geben. Heute eben die kleine
Helmkamera. Wenn ihr Fragen dazu habt, postet diese natürlich in die Kommentare oder wenn ihr sonstige Fragen oder Wünsche zu irgendwelchen Ausrüstungen habt, lasst es uns wissen. Das soll soweit gewesen sein. Ich hau jetzt ab, euer Friday von GSP Airsoft. Servus.